Da möchte ich zu Anfang die Frage stellen. Wir haben es eben schon bei Herrn Theurer etwas gehört. Wo ist am Vogel der Propeller? Das sei eine Aufgabe für die Europäische Kommission und ihre Bürokratie, findet so mancher deutsche Bundesbürger. Aber funktioniert so Europa, ist die Frage. Eine Antwort darauf wird uns hoffentlich Dr. Habil Dirk Wenzel geben. Seit 2003 Professor für Volkswirtschaftslehre und europäische Wirtschaftsbeziehungen an der Hochschule in Pforzheim. Seit 2005 hat er auch eine Professur als Jean Monnet Chair für European Economics. Er ist anerkannt dafür und die wird auch gefördert, dieser Lehrstuhl. Jean Monnet, das muss ich vielleicht dazu erklären, Jean Monnet Lehrstühle, benannt nach dem französischen Unternehmer und Wegbereiter der europäischen Einigungsbestrebungen, werden praktisch ad personam vergeben, also an erstklassige Fachleute, die im Bereich der europäischen Integration einen ausgezeichneten akademischen Werdegang aufweisen können und internationale Lehrerfahrung nachweisen können. Solch einen haben wir heute unter uns. Wer solchermaßen ebenso ausgezeichnet ist, der kann auch schon einmal dem derzeitigen französischen Präsidenten schriftlich in einem Beitrag attestieren: Monsieur Hollande, Sie sind nicht Asterix. Ich hoffe, die meisten von Ihnen kennen den kleinen gallischen Krieger, dessen Stärke, seinen Scharfsinn, sein Einfallsreichtum und seine Gutmütigkeit sind, und das kann man jetzt vergleichen. Aber das muss man natürlich fairerweise hinzufügen. Monsieur le Président verfügt natürlich nicht über den Zaubertrank von Miraculix, der Asterix übernatürliche Kräfte verleiht. Solch ein Zaubertrank, meinen manche, würde ja der EU gut tun. Aber vielleicht brauchen wir ihn gar nicht. Vielleicht reicht ja Wettbewerb und Wachstum als Säulen einer europäischen Wirtschaftspolitik. Die Frage: Zaubertrank oder Wettbewerb? Professor Wenzel, das Pult gehört jetzt Ihnen dafür, ohne Zaubertrank. Lieber Herr Möller, herzlichen Dank für die sehr freundlichen Einleitungen. Ich muss Sie ein bisschen korrigieren an einem Punkt. Etwas Zaubertrank gab es gestern Abend doch. Es war, glaube ich, ein Schlumberger, den Sie spendiert haben, und der hatte schon seine belebende Wirkung. Monsieur Hollande, Sie sind nicht Asterix, das habe ich mal so ein bisschen provozierend für die Börsenzeitung geschrieben, für die ich regelmäßig schreibe. Und ich bin davon ausgegangen, dass dieser Beitrag auch überhaupt nicht so abgedruckt wird. Aber das ist 1:1 übernommen worden und das hat mich dann auch sehr gefreut. Insofern habe ich mir da was von der Seele geschrieben, weil ich mag Frankreich eigentlich sehr gerne und bin ein bisschen, besorgt über die Entwicklung, die wir bei unserem Nachbarn haben. Da gehe ich gleich drauf ein. Wettbewerb und Wachstum ist mir als Thema vorgegeben, meine sehr verehrten Damen, meine Herren. Damit bin ich natürlich in der Tradition der Freiburger Schule bei den Ordnungsbedingungen, über die ich hier reden möchte, und bei den Verfassungsfragen. Denn hier sind wir im Verfassungsdialog und auch Ökonomen haben sich intensiv mit Verfassungsfragen befasst. Allen voran der leider im letzten Jahr verstorbene James Buchanan, Nobelpreisträger, aber auch in Deutschland sehr bekannt und sehr anerkannt. Buchanan hat die konstitutionelle Ökonomik begründet und damit einen wichtigen Baustein geliefert. Und damit will ich auch meine Ausführungen beginnen. Denn Buchanan hat ein sehr einfaches Modell mal entwickelt und er sagte, wie können wir Menschen unsere Energie und unsere Ressourcen aufwenden? Wir können Güter und Dienstleistungen produzieren, wir können sie aber auch stehlen und rauben und wir können versuchen, unser Eigentum zu beschützen. Aber nur die Produktion ist wirklich etwas Sinnvolles, etwas Wertschaffendes. Und deshalb sagte Buchanan, wir müssen eine Verfassung finden, wo wir Raub und den Schutz des eigenen Eigentums sozusagen beseitigen und unsere Energie für produktive Dinge aufwenden. Dann, wenn wir diesen Verfassungsvertrag im Sinne von Rousseau haben, der hier hinter mir auch genannt wurde, dann können wir zu einer wirklich prosperierenden Gesellschaft kommen. Damit hat Buchanan absolut recht, das lässt sich auch empirisch zeigen. Die Gesellschaften mit hohem Maß an Rechtsstaatlichkeit und Vertrauenswürdigkeit sind wirtschaftlich erfolgreicher. Die Staaten mit hoher Korruptionsneigung fallen im internationalen Wettbewerb zurück. Und das können wir direkt auf Europa beziehen. Denn wir sind in Europa im Moment gerade in einem Prozess der Verfassungsgenese. Wir sind gerade mittendrin, wir sind Zeuge eines Prozesses, wo eine neue Verfassung entsteht.
Natürlich, Frau Dr. Schwärzer, Sie haben es schon erwähnt, wir haben schon den Lissabon-Vertrag. Der Lissabon-Vertrag, ich bezeichne ihn in der Vorlesung immer etwas despektierlich als Constitution Light, also eine leichte Verfassung. Aber immerhin, ist ein Einstieg. Da sind viele Dinge schon geregelt, die zum Teil auch sehr gut geregelt sind, etwa die Freizügigkeit, die vier Grundfreiheiten und andere Dinge, die aus liberalem Standpunkt überzeugen müssen. Aber Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel hat diese berühmte Rede gehalten, der Lissabon-Vertrag hält die nächsten 50 Jahre und wenige Tage später begann die Griechenland-Krise. Und wir haben gemerkt, Moment, da fehlt was in dieser Verfassung, nämlich der ganze Bereich der Stabilitäts- und Finanzverfassung, der noch deutlich verbesserungsfähig ist. Tja, und damit sind wir mitten in der Finanzkrise und dem Versuch, das Ganze intellektuell, wissenschaftlich, politisch aufzuarbeiten. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, eigentlich ist schon der Begriff Finanzkrise falsch. Es gibt nämlich nicht nur die eine Finanzkrise, es gibt eine ganze Vielzahl von Problemlagen, die miteinander verwoben sind. Das ist erstens die Bankenkrise. Wir haben eine Krise der Geschäftsbanken, die zum Teil durch auch aus liberalem Gesichtspunkt sehr schwierige Geschäftsmodelle und Produkte sich in Schwierigkeiten gebracht haben. Wie so oft musste der Staat einspringen, der Steuerzahler, und für Probleme haften, die eigentlich in der Haftung der Banken liegen müssten. Walter Eucken, Haftung als konstituierendes Prinzip einer Wettbewerbsordnung. Das heißt, wir haben eine Bankenkrise und sind wir noch mal ganz ehrlich, wer von Ihnen kannte den Namen Lehman Brothers, bevor diese Bank zusammenbrach? Und wer weiß, was das für einen Impact hatte? Das heißt also, die Bankenkrise ist eine fundamentale Krise. Auch die Produkte, die von den Banken zum Teil verkauft werden, das darf ich als liberaler Ökonom sagen, es gibt knapp 280.000 Finanzinnovationen. Die meisten sind selbst für komplexe Mathematiker nicht durchschaubar. Das sind oftmals Produkte, die die Welt nicht braucht, die nur Kosten für die Allgemeinheit bringen. Bankenkrise Teil 1. Teil 2 der Krise ist die Staatsschuldenkrise. Und da sind wir Deutschen natürlich geneigt, sofort den Finger auf die Griechen zu wenden. Aber ich muss leider ketzerisch daran erinnern, dass wir seit 1969 permanent im Defizit sind. Und das ist politisch völlig unabhängig, welche Partei, welche Couleur gerade in der Regierung war. Die Staatsschuldenkrise ist ein grundsätzliches intellektuelles Problem, weil wir immer noch den Lehren eines John Maynard Keynes anhängen, den ich sehr schätze als Ökonom, aber der sozusagen Staatsverschuldung hoffähig gemacht hat. Aber Buchanan, wieder der Buchanan, Nobelpreisträger, und Richard Wagner haben 1977 ein fantastisches Buch geschrieben, Democracy in Deficit. Und die haben in diesem Buch gezeigt, dass im Grunde genommen parlamentarische Demokratien kaum in der Lage sind, mit dem Verschuldungsinstrument umzugehen. Das ist wirklich so, als wollte man seiner Katze befehlen, den Milchtopf zu bewachen. Geht auch nicht. Das heißt also, Staatsschulden sind in der Demokratie so angelegt. Das sind eigentlich die beiden Themen, die in der Diskussion, in den Medien am meisten diskutiert werden. Und wir haben einen dritten Punkt. Wir haben eine Krise der Wettbewerbsfähigkeit. Meine Damen und Herren, selbst wenn wir heute Griechenland sämtliche Schulden zum Tag der deutschen Einheit erlassen würden, selbst wenn wir sämtliche Verbindlichkeiten auf Null stellen, ist das Problem nicht gelöst. Ich hatte vor wenigen Wochen im August die Gelegenheit, in Griechenland rumzufahren und auch Gegenden zu besuchen, die sehr, wie soll ich mal sagen, ländlich geprägt waren, überhaupt nicht touristisch erschlossen. Griechenland verfügt kaum über wettbewerbsfähige Produkte. Kennen Sie welche? Das ist genau das Problem. Das heißt, selbst wenn wir mit einem Schuldenschnitt oder anderen Instrumenten arbeiten, lösen wir nicht das Problem der Wettbewerbsfähigkeit. Wir könnten andere Länder nennen, ist ja eben auch schon bei der Migrationsdebatte genannt worden, der Grund für die Armutsmigration. Dann haben wir Teil 4 der Krise, die makroökonomische Krise. Dies hängt zum Teil direkt in den Wirtschaftspolitiken der Länder verwurzelt. Griechenland zu nennen, Spanien zu nennen. Der Kollege eben im ersten Vortrag hat schon die Zahl 63% Jugendarbeitslosigkeit genannt. Was das für Auswirkungen hat, das kann man sich kaum ausmalen. Ich habe mit einer Kollegin, Frau Professor Schomaker, einen Beitrag geschrieben über jugendlich vorwiegend männliche Alterskohorten und ihre Neigung zur Gewaltbereitschaft. Das ist, meine Damen und Herren, wenn wir eine solche verlorene Generation haben, wird es sehr schwierig sein, die auch für den demokratischen Prozess wieder einzufangen. Und bei der makroökonomischen Krise, Monsieur Hollande, Sie sind nicht Asterix, muss ich natürlich auch auf Frankreich verweisen, das seit vielen Jahren jetzt einen Reformstau hat und aus diesem Reformstau aus eigenen Kräften offensichtlich nicht herauskommt. Der Pilotenstreik der Air France letzte Woche hatte geradezu, ja meiner Ansicht nach, groteske Züge.
sozusagen ein Protest gegen Globalisierung, wohin sich niemand mehr leisten kann. Und Teil 5 der Krise ist eine Governance-Krise. Zitat Karl Popper, der große Philosoph, Ökonom, Wissenschaftstheoretiker: Institutionen sind wie Festungen. Sie müssen wohl geplant und wohl bemannt sein. Das schrieb er in seiner offenen Gesellschaft und ihre Feinde und in der Kritik an Platon, der Zauber Platons. Wohl geplant und wohl bemannt. Meine Damen und Herren, wir haben in einigen Ländern, die schwer in Krisen stecken, auch ein Governance-Problem. Sie haben, lieber Theurer, Ungarn genannt. Ich kann Ihre Kritik nur unterstützen. Ungarn verabschiedet sich gerade von vielen liberalen Grundideen der europäischen Integration. Die ungarischen Pressegesetze grenzen für mich an Diktatur. Aber auch in Frankreich haben wir ein Governance-Problem und das bringt uns mitten in den Sektor der Politik hinein, meine sehr verehrten Damen, meine Herren. Das einzige Gute an Hollande ist vermutlich, dass er nicht ganz so schlimm ist wie Le Pen. Und das ist genau der Grund, ja, man muss das so offen aussprechen, als der französische Ministerpräsident seinen Antrittsbesuch in Berlin gemacht hat, war unsere Bundeskanzlerin ja sehr milde. Warum war sie so milde? Nun, die Alternative ist, wenn man jetzt Hollande noch mehr unter Druck setzt, die Prozente der Front National und Marine Le Pen sind so stark, dann wissen wir, wer in 2 Jahren im Élysée-Palast einzieht. Und ich habe Marine Le Pen auch schon bei Vorträgen gehört, sie kann wunderbar reden. Sie ist eine sehr, sehr charmante Persönlichkeit. Man darf nur den Text nicht genau im Klartext mitbekommen. Das heißt also, wir haben hier ein Governance-Problem und das ist ein Problem, das uns sehr besorgen muss, denn Frankreich, das muss man am Tag der deutschen Einheit betonen, ist unser wichtigster Partner in Europa. Nicht nur wegen Jean Monnet, auch Frankreich ist, ich darf das als Volkswirt sagen, der wichtigste Importeur, der wichtigste Exporteur. Wir sind mit Frankreich in einer Schicksalsgemeinschaft verbunden. Und ich habe alle meine 3 Kinder gezwungen, Französisch zu lernen. Also insofern ist das wirklich glaubwürdig, dass ich diesem Land sehr nahe stehe. Nun, diese 5 Krisen sind parallel zu betrachten und die Besonderheit an dieser Krise, diese Krisen sind auch interdependent. Was bedeutet das? Nun, vor wenigen Jahren hat man noch eine Krise der Wettbewerbsfähigkeit mit einer Währungsabwertung versucht zu bekämpfen. Das geht nicht mehr. Man hat versucht, Arbeitslosigkeit mit schuldenfinanzierten Programmen zu bekämpfen. Das geht nicht mehr. Das heißt, diese Krisen verstärken sich gegenseitig und damit bin ich beim Kernpunkt auch des Vortrags heute: Wettbewerb und Wachstum als Säulen einer europäischen Wirtschaftspolitik. Und wie kommen wir dahin? Nun, meine Damen und Herren, lassen Sie mich an Bertha Benz erinnern. Bertha Benz, eine wunderbare Frau, hat den Weg angetreten von Pforzheim nach Mannheim im ersten Auto. Und wenn man sich dieses Auto von Bertha Benz anschaut, würde es heute keine Straßenzulassung mehr bekommen. Es hatte einen Motor, 4 Räder, eine Bremse und es war nicht sehr verkehrssicher. Aber es hat gereicht, um Mobilität zu starten. Im Laufe der Jahre sind Innovationen hinzugekommen. Neue technische Eigenschaften, das Antiblockiersystem, der Airbag, viele andere Dinge, Seitenaufprallschutz, um ein modernes Auto daraus zu machen. Genauso müssen wir die Währungsunion und die europäische Integration sehen. Wir haben angefangen auf den Prinzipien Monets, wir haben angefangen auch mit der Währungsunion in einem offenen Prozess. Und dann haben wir gemerkt, okay, Griechenland-Krise, Zypern-Krise, es reicht so nicht, was wir an Sicherheitsvorkehrungen haben. Deshalb müssen wir nach und nach Sicherheitsschritte einbauen. Und das, meine Damen und Herren, ist keine Krise, das ist ein ganz normaler Entwicklungsprozess. Und in diesem Entwicklungsprozess sind wir mittendrin und wir müssen unsere Beiträge dazu leisten und das nicht durch Krisengeschrei runterreden, sondern wir müssen versuchen, diese Stabilitätsverfassung als ein modernes, sicheres Auto auf den Verkehr zu bringen. Nun, was sind diese Säulen, was sind diese Sicherheitssysteme, meine Damen und Herren, die meiner Ansicht nach unverzichtbar sind? Das ist erstens der Erhalt und die Stärkung der Währungsunion. Die Währungsunion ist in Deutschland natürlich immer umstritten gewesen. Ich habe über Geldtheorie promoviert zwischen 90 und 94 und ich weiß, mein akademischer Lehrer Alfred Schüller war einer von denen, die damals auch den ersten offenen Brief gegen den Euro geschrieben haben. Und sein langjähriger Weggefährte Stabatti ist, glaube ich, heute bestens bekannt. Ist immer noch dabei. Mittlerweile haben sich aber die Vorteile der Währungsunion so klar gezeigt, dass, glaube ich, kein vernünftiger Ökonom und Politikberater ernsthaft noch den Weg zurück zur monetären Kleinstaatlichkeit zeigen könnte.
Und damit möchte ich mal auch meine eigene Profession kritisieren oder zumindest mal in Frage stellen. Beispielsweise die politische Partei, die jetzt für die Zerschlagung der Währungsunion antritt, die benutzt ja ein ökonomisches Argument. Die sagt, das war Robert Mundell, Nobelpreisträger der Wirtschaftstheorie, der sagt, es gibt eine Theorie optimaler Währungsräume. Und Europa ist kein optimaler Währungsraum. Da hat er recht. Aber Deutschland ist auch kein optimaler Währungsraum. Italien war kein optimaler Währungsraum. Mit der Theorie optimaler Währungsräume von Mundell könnte man nicht nur die Rückkehr zu 28 Währungen prognostizieren, sondern man könnte auch sozusagen die Wiedereinführung von ungefähr 6 oder 7 deutschen Landeswährungen, 2 italienischen Währungen und vielen anderen propagieren. Wir könnten zurücken zu einem europäischen Währungsraum mit über 50 verschiedenen Währungen. Wer kann das wollen? Die Frage ist meiner Ansicht nach wissenschaftlich falsch gestellt. Die Frage muss lauten, welches Währungssystem passt am besten zu einem Binnenmarkt? Und der Binnenmarkt ist das, was für Europa und auch für unser Land am wichtigsten ist. Und zu einem Binnenmarkt passt letzten Endes nur eine einheitliche Währung, weil alles andere den Handel stört und Transaktionskosten in die Höhe treibt. Das heißt, meine Damen und Herren, die Währungsunion ist in meinen Augen erhaltenswert und man sollte auch versuchen, intellektuell, akademisch dafür zu kämpfen. Es gibt ein schönes amerikanisches Sprichwort, das kann ich mir nie verkneifen. There's no second chance to make a first impression. Man hat also keine zweite Chance, den ersten Eindruck zu machen. Wenn wir diese Währungsunion versemmeln, werde ich in meinem Lebenserwartung keine zweite mehr erleben. Und die Frage ist, ob das so wünschenswert ist. Der zweite Punkt, ich habe dazu einiges publiziert, die Bankenunion. Meine Damen und Herren, Bankenunion ist ein großes Problem. Wir haben die Bankenkrise als ein Teil der Krise gerade diagnostiziert. Ich bin bekennender Fußballfan. Stellen wir uns vor, wir würden in der Champions League Mannschaften gegeneinander antreten lassen aus Ländern, wo in einem Land Doping erlaubt ist und in einem anderen Land Doping nicht erlaubt ist. Haben wir dann einen fairen Wettbewerb? Bei der Bankenunion haben wir genau diese Situation. Wir haben Kredite, die in Zypern noch als hervorragend eingestuft werden, die sind in Finnland bereits notleidend. Das heißt also, wir haben keinerlei einheitliche Spielregeln und deshalb ist die Bankenunion jedenfalls von Grundsatz her durchaus zweckmäßig. Damit verbunden ist ein sogenannter einheitlicher Überwachungsmechanismus für Banken und ein einheitlicher Abwicklungsmechanismus im Konkursfalle für Banken. Das heißt, es darf für Banken nicht das Too-Big-to-Fail-Problem gelten, dass eine Bank immer vom Steuerzahler, also von Ihnen, bezahlt wird. Das, meine Damen und Herren, ist ein ganz wichtiger Punkt. Gleiche Regeln im Spiel. Die Bedenken unserer Volksbanken, Raiffeisenbanken, unserer Sparkassen, alle diese Dinge sind zu berücksichtigen. Darüber können wir gleich diskutieren. Da gibt es Lösungen. Dritter Punkt unserer Stabilitätskultur, die Begrenzung staatlicher Verschuldung. Meine Damen und Herren, am Tag der Deutschen Einheit möchte ich das, damit wir nicht nur die Griechen kritisieren, auch bei uns selbst anfangen, mal in den Raum stellen. Auch heute, am 3. Oktober 2014, gibt Deutschland etwa doppelt so viel für die Schuldentilgung aus wie für die Bildung. Ich war gerade letzte Woche in China. China hat allein 200 Millionen Städte, produziert jedes Jahr viele Millionen Akademiker. Wenn wir uns diesem Wettbewerb stellen wollen, sollten wir mehr für Bildung als für Schulden ausgeben. Und das ist... Das heißt also, wir müssen irgendwann einen Weg finden, um diese Teufelsspirale aus staatlicher Verschuldung zu bremsen. Das heißt, wir müssen intellektuell auch Abschied nehmen von Keynes, nämlich die sozusagen die Option, aus jeder Krise durch mehr Schulden herauszukommen. Und meine Damen und Herren, die gegenwärtige Kapitalmarktkrise ist für uns eine riesige Chance. Warum? Na gut, wer ist denn der Kapitalmarkt? Das sind Sie. Das sind Ihre Ersparnisse. Würden Sie Ihre Ersparnisse in griechische Staatsanleihen im Moment anlegen? Ich hoffe nicht. Das ist genau die Chance, die wir haben, dass die Kapitalmärkte kritisch auf die einzelnen Staaten gucken, auf deren Bonitäten gucken. Und insofern haben wir im Moment die Chance, Abschied von Keynes zu nehmen. Ein hervorragender Ökonom, aber seine Politikempfehlung ist gescheitert. Insofern bin ich sehr froh, dass wir die Schuldenbremse jetzt als einen wichtigen akademischen Schritt in unserer Verfassung aufgenommen haben, Verfassungstage, und dass wir auch in der Lage sind, das eventuell in europäischer Weise mit fortzuführen. Vierter Punkt, vierte Säule, das europäische Semester. Nein, es ist nicht die Uni gefragt, es sind nicht akademische Dinge gefragt. Meine Damen und Herren, wir haben, was ich in meinen Publikationen nenne, ein magisches Dreieck der Wirtschaftspolitik. Was ist damit gemeint? Nun,
Eine Ecke vom Dreieck ist die Währungsunion. Ich habe mich klar geäußert, ich glaube, die ist ökonomisch und politisch sinnvoll. Zweiter Punkt, es gibt aber auch diesen Artikel 125 des EU-Vertrages. Wir wollen kein Bailout-Prinzip, no Bailout. Jeder haftet für seine eigenen Schulden. Das ist der zweite Punkt des Dreiecks. Der dritte ist fiskalische Autonomie. Jeder bestimmt über sein eigenes Steuersystem. Meine Damen und Herren, diese drei Punkte gehen nicht gleichzeitig. Und wenn wir No-Bailout-Prinzip und wenn wir die Währungsunion erhalten wollen, dann müssen wir die fiskalische Unabhängigkeit irgendeiner fairen und objektiven Behörde mit unterstellen. Und aus dem Grunde macht es Sinn, dass die Europäische Kommission auch den deutschen, auch den französischen, auch den estnischen und auch den slowenischen Haushaltsentwurf regelmäßig prüft, um Defizite dann schon zu beseitigen, bevor sie entstehen. Meine Damen und Herren, ich sage das mal, es geht nicht so sehr um Disziplin, sondern es geht um fiskalische Fairness. Ich nenne es fiskalische Fairness für alle. Fünfter Punkt, letzter Punkt, der europäische Sicherungsmechanismus. Schwer umstritten sind 500 Milliarden drin, der ESM. Ich bezeichne ihn als finanzpolitischen Airbag. Die Studenten brauchen immer klare, einfache Bilder. Das ist der Airbag sozusagen. Bisher sind 50 Milliarden von den 500 abberufen worden. Das zeigt also, die deutschen Bedenken, dass das jetzt alles verpulvert würde, sind bisher nicht begründet. Begründet sind aber die Bedenken, die jetzt vorgetragen wurden, letzte Woche, Herr Theurer, Sie haben es mitbekommen, dass man eventuell die Mittel des ESM jetzt für ein Konjunkturprogramm umwidmen möchte. Gott bewahre, ja, Katastrophe, Gott bewahre. Aber grundsätzlich brauchen wir ein ESM, denn wir wissen, Länder können durch Naturkatastrophen oder durch andere Dinge auch in Schwierigkeiten kommen. Deshalb brauchen wir einen Sicherungsmechanismus. Aber Sie kennen das gute Prinzip, wenn Sie einen Regenschirm dabei haben, regnet es meistens nicht. Und genauso das ist die Hoffnung bei dem ESM-Prinzip. Aber de facto ist es Teil der Stabilitätssäulen und muss weiterentwickelt werden. Damit haben wir, ich wiederhole das nochmal, die fünf großen Säulen, die meiner Ansicht nach entwickelt werden müssen. Das ist der Erhalt und die Stabilisierung der Währungsunion, die Fortentwicklung der Bankenunion, die Begrenzung staatlicher Verschuldung glaubhaft, dauerhaft, das europäische Semester und den ESM. Und damit komme ich zum Abschluss meiner Überlegung zu den größten Gefahren für diesen Prozess und den größten Gefahren für Europa. Gestern Abend waren wir sehr schön essen, die Referenten haben sich kennengelernt, war ein sehr schöner Abend. Allerdings hat der Abend eine trübe Note bekommen, als ich in mein Auto stieg und die Nachrichten hörte. Denn die erste Meldung gestern Abend war, dass die Europäische Zentralbank schlechte Wertpapiere im Wert von 1 Trillion aufkauft. Wir haben gerade Herr Möller hat mir geholfen, 1 Trillion ist eine Zahl mit 15 Nullen. Meine Damen und Herren, ich sehe als größte Gefahr, nicht nur wegen gestern Abend, als größte Gefahr die mögliche Überforderung der Europäischen Zentralbank. Denn die Europäische Zentralbank entwickelt sich zu einer Art von Superregierung. Sie ist einerseits direkt der Lender of Last Resort für die Staaten in Schieflage. Sie soll die ganzen schlechten Wertpapiere ankaufen, wird damit zur Bad Bank, ist gleichzeitig in der Bankenunion die Aufsichtsbehörde. Das führt zu Interessenkonflikten, die unausweichlich sind. Und meine Damen und Herren, ich bin durch und durch Geldpolitiker. Das war meine Dissertation. Ich glaube, die Bankenaufsicht und die Geldpolitik werden mittelfristig in Konflikt kommen. Hier sehe ich große Probleme. Zweiter Punkt, lieber Herr Theurer, ich habe mich gerade über Ihre Ausführungen sehr gefreut, was Sie zum Thema Eurobonds gesagt haben. Ich habe einiges zu den Eurobonds publiziert mit meinem geschätzten Kollegen und Freund Hanno Beck von der FAZ. Sie haben mitbekommen, dass Eurobonds immer wieder aufgebracht wurden als ein mögliches Vehikel zur Sanierung der Schulden. Es wurde dieses wunderbare Argument gebracht, das ist doch Solidarität, gelebte Solidarität. Man könne doch 1% mehr für seine Staatsanleihen durchaus aufbringen, wenn es der Solidarität dient. Meine Damen und Herren, das ist völliger Unsinn. Wenn wir in der Größenordnung wie Deutschland verschuldet ist, 1% mehr für unsere Schulden bezahlen, reden wir über 5 bis 10 Milliarden. Das heißt, das ist der komplette Bildungshaushalt, der bei knapp 10 Milliarden ist. Meine Damen und Herren, Eurobonds würden alle Überlegungen, die wir bisher machen, zur Stabilisierung, zu der Stabilitätsverfassung von vornherein ad absurdum führen, weil sie den Staaten sozusagen wieder die Möglichkeit gäbe, Manna vom Himmel
Finanzierung aller Engpässe durch gemeinsame Solidarität. Das hat nichts mit Solidarität zu tun. Das ist das Gleiche, wie zum Teil auch die NSDAP ihren Krieg finanziert hat, über die Wechsel der Metallurgischen Forschungsgesellschaft und sozusagen der versteckte Zugriff auf die Notenpresse. Das ist meiner Ansicht nach aus wissenschaftlicher Hinsicht absolut abzulehnen. Und da muss man, ich bin froh, dass Sie offensichtlich auch diese Meinung politisch vertreten, muss man sehr, sehr stark Stellung beziehen. Selbst wenn Nobelpreisträger wie Krugman, der immer in der New York Times schreibt, sich für Eurobonds aussprechen, sie bleiben meiner Ansicht nach ordnungspolitisch das größte Problem, das wir in der im Finanzbereich haben. Dritte große Gefahr, keine Sorge, mit Vieren ist Schluss. Die Rückkehr des Protektionismus. Ich habe gerade letzte Woche in China habe ich über TTIP gesprochen. Und ich habe jetzt die Gelegenheit gehabt, in den letzten Monaten mich viel mit der Transatlantic Trade and Investment Partnership zu befassen. Meine Damen und Herren, der Protektionismus ist wieder auf dem Vormarsch. Und zwar in ganz massiver Weise. Es würde heute niemand mehr so blöd sein, ich sage das mal so offen, für höhere Zölle zu plädieren. Aber es gibt so viele herrliche versteckte Instrumente, wie man nationale Champions nutzen kann und wie man sozusagen wieder die kleinen Mauern um seinen eigenen Vorgarten baut. Freihandelsängste sind nicht begründet. Freihandelsängste, meine Damen und Herren, denen sollte man argumentativ deutlich entgegentreten. Und der Agrarbereich würde beim Freihandelsabkommen mit den USA, das übrigens von Klaus Kinkel 1995 als erster in die Debatte gebracht wurde, darf ich mal hier auch sagen, das Freihandelsabkommen, der Agrarbereich wäre knapp bei 3%. Das Chlorhühnchen ist quantitativ völlig unbedeutend. Ebenso auch die hormonbehandelten Rinder. Das macht überhaupt nichts aus. Das könnte man auch in ein anderes Verfahren mit eingliedern. Die Schweiz hat gerade mit China letzten Monat ein Freihandelsabkommen geschlossen, wo alle Problembereiche ausgeklammert wurden. Wer zukünftig verhandelt, Sie haben das wahrscheinlich mitbekommen, Herr Theurer, das Schweizer Konzept ist sehr interessant. Wir müssen dem Protektionismus in jeder Form entgegentreten. Gerade ein Land wie Deutschland muss handelspolitisch offen bleiben. Letzter Punkt. Politisch der Euroskeptizismus. Der Euroskeptizismus, meine Damen und Herren, ist eine Sache, die mir auch größte Sorgen macht. Ich kann mich an alle meine Vorredner hier nur anschließen, dass gerade jetzt in Deutschland zum ersten Mal auch eine politische Partei dieses Thema für sich so nutzen konnte, sorgt mich, ärgert mich auch ein bisschen. Der Professor, der da maßgeblich führend ist, und ich, wir waren zeitgleich in Bonn Studenten. Aber mich ärgert auch, dass die AfD als Professorenpartei bezeichnet wird. Nach dem alten Motto, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, sage ich, ein Professor macht noch keine schlaue Partei. Insofern denke ich, muss man dem Euroskeptizismus auch bewusst entgegentreten. Kein Land profitiert so stark von dem gemeinsamen Markt und von der gemeinsamen Währung wie Deutschland. Und dass ernsthaft politisch die Auffassung vertreten wird, dass wir uns wirtschaftlich besser stellen könnten durch eine Rückkehr zu D-Mark, halte ich für absoluten Unfug. Das bringt mich zu meiner Schlussbemerkung: Europa und das TINA-Prinzip. Sagt Ihnen das TINA-Prinzip was? Das ist die Abkürzung für There is no alternative. Alternativlos, dieses Unwort. Ist Europa wirklich alternativlos? Gilt das TINA-Prinzip, There is no alternative? Natürlich können wir Europa abschaffen. Es gab den Cecchini-Report vor der Einführung Europa, die Kosten der Nichtverwirklichung Europas. Wir könnten ein solches Buch schreiben, die Kosten der wieder Neuzerschlagung Europas. Meine Damen und Herren, natürlich ist Europa nicht alternativlos. Die Frage ist nur, ob die Alternative volkswirtschaftlich, zwischenmenschlich, humanitär wirklich besser wäre. Und hier ist meine Antwort eindeutig nein. Insofern bin ich bereit, auch mit den kleinen Verrücktheiten von Euro-Gurke und von Ölkännchen durchaus zu leben, um das große Ganze nicht zu gefährden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank. Ich könnte natürlich jetzt anfügen bei Ihren letzten Worten, Herr Professor Wenzel, wobei Sie natürlich nicht dieser Partei angehören, das ist klar. Außer einem gibt es auch noch ein paar andere, glaube ich. Aber ist ja auch wurscht. Der deutsche Professor ist in vielen W-Kategorien eingeteilt. Das wollen wir aber auch nicht weiter
vertiefen. Ja, wir gehen jetzt zur Diskussion über, meine Damen und Herren. Und zwar habe ich mir eben gedacht, oh Gott, zwischen dem, was wir heute Vormittag gehört haben, der Armutsmigration bis hin zu einer Trillion für schlechte Papiere, da wollen wir mal sehen, ob wir das in der... Darf man dazu eine Mini-Anmerkung machen? Ja, gerne, bitte, kurz. Nehme ich gerne. Ja, ja, ich weiß auch nicht, wir haben das eben nur... Aber Sie... Wir nehmen immer ein paar Nullen mehr, das ist doch klar. Außerdem haben wir das so ganz kurz im Kopf überschlagen. Sie haben das bestimmt aufgezeichnet da, eine Null hinter der anderen. Ob manche, die Inflation haben, haben sowas bald. Also das ist kein Problem. Aber das ist eine Nachfrage, ganz kurz nur in der Diskussion. Ist Bertha Benz nicht umgekehrt gefahren? Mannheimer Pforzheim. Ah, mal einen deutschen Professor zu besiegen, in Anführungsstrichen, das ist doch was. Na prima. Okay, dann gehen wir in die Diskussion über. Und erstmal herzlichen Dank. Der Applaus gehört Ihnen.